Moin, liebe Wölfe, wir berichten dieser Tage nicht nur aus dem sonnigen Portugal, sondern auch aus dem regnerischen Wolfsburg, wo unsere Wölfinnen in die Rückrunde gestartet sind. Gestern gab es den Laktattest und heute rollt der Ball wieder erstmals hier am Elsterweg. Aber wie sieht so eine Vorbereitung eigentlich aus? Ja, also diese Woche wollen wir natürlich nutzen, um wieder reinzukommen. Die Spielerinnen haben ja jetzt doch ein paar Wochen keinen Ball an dem Fuß gehabt. Das heißt, wir wollen viel auch mit Ball arbeiten, aber auch die konditionelle Grundlage, die die Spielerinnen jetzt auch wieder gelegt haben mit ihren individuellen Plänen, weiter ausbauen. Und dann geht es ja schon nächste Woche für einige zu ihren Nationalmannschaften. Deswegen wollen wir diese Woche auch intensiv nutzen und dann nächste Woche in der kleineren Gruppe natürlich weiterarbeiten. Im individuellen Bereich, gruppentaktischen Bereich und danach wieder alle zusammen in Portugal im Trainingslager. Da freuen wir uns sehr drauf. Natürlich einen taktischen Schwerpunkt. Nach einer so erfolgreichen Hinrunde war die Pause für unsere Wölfin mehr als verdient. Platz 1 in der Liga, Viertelfinale im DFB-Pokal und ebenso Viertelfinale in der UEFA Women's Champions League. Sieht sehr, sehr gut aus. Aber wo soll dieser Weg denn wohl hinführen? Ja, da sind keine Grenzen gesetzt, das ist ganz klar. Wir haben eine gute Grundlage gelegt mit der Hinserie. Wir sind auf dem ersten Tabellenplatz, haben 3 Punkte Vorsprung in der Allianz Frauen Bundesliga, sind im Pokal vertreten, sind in der Champions League natürlich noch weiter dabei, haben da auch spannende Aufgaben vor uns mit dem Spiel gegen Lyon, da freuen wir uns sehr drauf. Aber wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und deswegen sind keine Grenzen gesetzt. Wir wollen natürlich das Maximum rausholen, auch in diesem Jahr wieder. Es muss halt vieles zusammenpassen, das ist auch klar. Muss auch das nötige Quäntchen Glück dabei sein. Aber wir werden hart dafür arbeiten, dass wir einfach diese Grundlage weiter nutzen, ausbauen und am Ende dann auch wieder einiges zu feiern haben. Wir drücken natürlich fest die Daumen, dass es auch so erfolgreich weitergeht für unsere Frauen. Unsere Wölfinnen sind Ende des Monats im Trainingslager in Portugal. Da sind wir natürlich auch für euch am Start. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage bis dann, euer Felix.